Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute geht es um die Deinstallation bzw. Deaktivierung von Bloatware. Das heißt, den Apps, die von Werk aus mit den Android-Geräten ausgeliefert wird. Der eine Hersteller hat mehr Bloatware vorinstalliert, der andere weniger. Gucken wir uns mal an, wie Samsung das Ganze mit dem Note 20 Ultra handhabt. Gut. Ich sehe hier jetzt erstmal Apps von Microsoft, Office, OneDrive, Outlook. Dann ganz beliebt ist leider dieser Kandidat hier, er nennt sich Facebook. Und das ist eine ganz spezielle Bloatware, das werden wir uns in einigen Sekunden angucken. Dann haben wir hier natürlich noch die Netflix-App. Und abgesehen davon sieht es ganz gut aus. Das war früher wirklich ganz schlimm mit Samsung, aber Credits müssen wir Samsung hier an dem Punkt geben. Das haben sie wirklich stark reduziert. Also, wie gesagt, einige Bloatware-Apps kann man nur deaktivieren, das ist schade. Wiederum andere kann man komplett löschen, also deinstallieren. Und jetzt schauen wir uns mal an, was da möglich ist. Ich persönlich benutze Google Duo nicht, von daher ein langer Druck drauf. Ihr seht es bereits, kann man nur deaktivieren. Naja, besser als nichts, also weg damit. War eine Google vorinstallierte App. Genau dasselbe Spiel mit YouTube Music, brauche ich nicht. Das hier kann man deinstallieren, das ist schon besser. YouTube Music gehört zu folgender App, YouTube Music, naja. Die Frage, möchtest du diese App deinstallieren? Ja klar. Kurzen Augenblick später ist sie weg. Wunderbar. Es geht weiter. Microsoft OneDrive nutze ich nicht. Also weg damit. Ihr seht, wir können diese App leider nur deaktivieren. Wir kriegen hier nochmal eine Warnung bzw. einen Hinweis. Aber das soll uns nicht weiter stören. Wir deaktivieren sie getrost. Genau, die beiden Apps nutze ich ziemlich oft, von daher können sie bleiben. Facebook überspringen wir mal, das hebe ich mir zum Schluss auf, denn das wird ein bisschen länger dauern. Wir gehen nochmal durch. Nichts weiter, bis auf Netflix. Ich persönlich nutze Netflix nicht, also kann auch diese App weg. Leider nur deaktivierbar und nicht ganz deinstallierbar. Ja, weg damit. Und abgesehen davon sieht es ganz gut aus. Meine Wahl ist Amazon Prime Video, das passt. Und jetzt kommen wir zum Kracher überhaupt. Also, Facebook. Bei der Samsung Software kann man diese App nun zum ersten Mal deinstallieren. Das gefällt mir an sich, passt auf. Sie ist deinstallierbar. Wunderbar, alles schön und gut. Wir deinstallieren sie jetzt. Ja, klicken auf OK. Und jetzt würden wir in dem Moment denken, wunderbar, sie ist deinstalliert. Facebook ist komplett weg. Denkste. Schön wär's. Jetzt gehen wir mal hier in die Einstellungen. In den Unterpunkt Apps. Und klicken jetzt hier auf den Filter. Und lassen uns die Systemanwendung anzeigen. So. Bestätigen das mit OK. Und jetzt scrollen wir mal runter zum Abschnitt mit F, also hier Facebook. Ihr seht es, da ist eine ganze Menge. So, da sind wir. Jetzt passt mal auf, was die Facebook-App alles mitgebracht hat. Facebook App Installer, Facebook App Manager, Facebook Services. Face Service gehört nicht dazu. Bitte das nicht anfassen. Das heißt, wir haben die App gelöscht, also deinstalliert, aber es sind noch einige Teile dieser App vorhanden, die noch nicht deaktiviert wurden. Ihr seht's. Das werden wir jetzt gleich machen. App Manager genauso. Und Facebook Services genauso. Das heißt, diese drei Teile der App würden im Hintergrund immer noch weiterlaufen. Um das zu unterbinden, deaktivieren wir sie jetzt alle.
Ihr seht es. Nach der Deaktivierung dieser App funktionieren andere Apps möglicherweise nicht mehr ordnungsgemäß. Ist mir ziemlich egal, weg damit. So, sie ist jetzt hier stets deaktiviert und damit kann ich leben. Genauso mit dem Facebook App Manager, wir deaktivieren sie. Und der Facebook App Installer ist auch noch installiert. Also diese Vorgehensweise gefällt mir wirklich nicht, das muss ich einfach mal so sagen, Samsung. Ist zwar wirklich gut, vielen Dank, dass man die Facebook-App an sich löschen kann, aber diese Teile hier, diese drei, ich sage mal Systemanwendungen, müssten bitte mit deinstalliert werden oder in dem Fall deaktiviert werden automatisch. Der Otto-Normalverbraucher weiß das nämlich nicht. Und das war jetzt hier eigentlich der Hauptgrund, warum ich dieses Video gedreht habe. Ich meine, die anderen vorinstallierten Apps sind leicht zu deinstallieren, aber Facebook mit diesem versteckten Ding hier, das gefällt mir nicht. Aber jetzt wisst ihr es, teilt dieses Video gerne und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Bleibt gesund und macht's gut. Tschüss.